Die DITIB ist mit 896 Ortsgemeinden die größte sunnitisch-islamische Organisation in Deutschland. Nach eigenen Aussagen vertritt sie 800.000 Moslems. Viele ihrer 850 Moscheen sind nach muslimischen Kriegsherren benannt, alleine knapp 50 nach dem Konstantinopel-Eroberer Mehmed II. Angesichts dieser martialischen Ausrichtung wundert es nicht, dass 2018 Videoaufnahmen aus DITIB-Moscheen auftauchten, bei denen Kinder in türkischen Militäruniformen Kriegsszenen nachspielten und den Märtyrertod darstellten. Die DITIB untersteht direkt der türkischen Religionsbehörde Diyanet und damit dem Präsidenten Erdogan, der autokratisch regiert, Gegner ins Gefängnis werfen lässt und seit seiner Jugend eine fundamental islamische Einstellung verinnerlicht hat. Aufgrund dieser engen Verbindung wundert es ebenfalls nicht, dass DITIB-Imame beschuldigt wurden, Kritiker von Erdogan zu bespitzeln. 2016 schlug diese Spionageaffäre hohe Wellen. Veranstaltungen mit radikal-islamischen Muslimbrüdern zeigten, wie die DITIB ideologisch ausgerichtet ist. Nach außen versuchen DITIB-Funktionäre aber gerne ein modernes, liberales und friedliches Image zu verbreiten. Förderung des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen, Völkerverständigung und Toleranz ist eine dieser wohlfeilen Losungen, mit denen man ganz offensichtlich die Ungläubigen hinters Licht führen will. Denn intern wird oft ganz anders gesprochen und geschrieben. Immer wieder kommen radikale Christen- und judenfeindliche Aussagen ans Tageslicht, wie wir bereits Anfang Juni mit unserem Video »Das Doppelgesicht der DITIB« dokumentierten. Weitere üble antisemitische Einstellungen hat die Welt jetzt am 25. November in ihrem Artikel »DITIB-Funktionäre, sie verehren Faschisten und wünschen Israelis den Tod« veröffentlicht. Es wird aufgezeigt, dass hochrangige Repräsentanten dieser türkisch-islamischen Organisation auf deutschem Boden voller Hass gegen Israel und Juden agieren. Ali Parlayan beispielsweise, Vorstand der DITIB-Gemeinde in Nürnberg, teilte im Mai ein Video zum Nahostkonflikt, das mit den Worten »Möge dein Stamm ausgetrocknet werden, Israel, möge Allah euch vernichten und im Höllenfeuer verbrennen«, möge Allah uns das noch in unserem Leben erleben lassen, unterschrieben war. Am selben Tag verbreitete Parlayan zwei antisemitische Karikaturen. Bei einer erschießt ein israelischer Soldat mit einem Bart wie Adolf Hitler ein Kleinkind und hält mit der anderen Hand die Kamera eines Reporters zu. Die andere Karikatur zeigt eine Person mit Schläfenlocken und Davidstern auf der Brust, die sich den Fuß in Schmerzen hält, während mehrere Kameras auf sie gerichtet sind. Abseits der Kameras liegt ein blutender Mann, der seine beiden Beine verloren hat. Neben ihm liegt eine Palästina-Flagge. Es ist mehr als bezeichnend, dass die DITIB-Gemeinde Nürnberg eine Anfrage der Welt zu diesen Postings nicht beantwortete. Wie die Welt weiter berichtet, hat Mehmet Asal, Vorstand des DITIB-Landesverbandes Südbayern, ebenfalls im Mai auf seiner Facebook-Seite auf Türkisch ein gemeinsames Vorgehen islamischer Länder gegen Israel gefordert, um das Problem zu lösen und diese Besatzungsbewegung zu beenden. Kritische Worte würden laut Asal nicht reichen. Leider gibt es in der islamischen Welt nur von der Türkei eine Reaktion auf die seit Jahren andauernde israelische Unterdrückung und sie geht über eine Verurteilung nicht hinaus. Dr. Phil Ahmed Inam ist laut Welt Abteilungsleiter für Übersetzung, Lektorat und Edition bei einem zur DITIB gehörenden Verlag und hat schon Bücher sowie diverse Zeitungsartikel über den Islam veröffentlicht. Er habe sich im Mai über eine unmenschliche Apartheid-Politik Israels beschwert und dem jüdischen Staat eine jahrzehntelang andauernde Besatzung, brutale Enteignung, unmenschliche Diskriminierungen, rassistische Gesetze sowie zionistische Angriffe, Schikanen und Provokationen gegen Palästinenser vorgeworfen. Dr. Inam relativiert auch den Terror der radikal-islamischen Hamas. Man kann die Raketenangriffe der Hamas verurteilen, aber diese mit der Apartheidspolitik Israels gleichzusetzen, entbehrt
jeglicher Vernunft und Tugend. Im Klartext, der demokratische Staat Israel agiert also nach Meinung dieses DZIP-Mitarbeiters schlimmer als die menschenverachtende Terrororganisation Hamas. Einen kritischen Artikel der Welt über den muslimischen Influencer Tariq Baye, der den Kampf gegen Clankriminalität in Zweifel zieht und angebliche Feindseligkeiten deutscher Medien gegenüber dem Islam anprangert, kommentiert Ahmed Inam so: Wenn die zionistische und zugleich rechte Springerpresse, die keine andere Meinung zur Israel-Politik akzeptiert, jemanden als Islamist diffamiert, der ist auf dem richtigen Weg und verdient Unterstützung. Hier werden radikale Überzeugungen sichtbar. Eren Güvercin, Mitgründer der muslimischen Alhambra-Gesellschaft, der die DTIP seit Jahren kritisch beobachtet, sagt gegenüber der Welt, dass diese Personen über Jahre immer wieder mit antisemitischen und demokratiefeindlichen Aussagen aufgefallen seien, ohne dass von der DTIP eingeschritten worden sei. Das bedeutet, dass die DTIP mit solchen radikalen Ansichten offensichtlich keine Probleme hat. Der südbayerische Funktionär Asal, der sich auf Fotos mit dem Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Berat Albayrak, und dem Erdogan-Vertrauten Metin Külünk zeigt, polemisierte gegen Kurden und verteidigte den Präsidenten der obersten türkischen Religionsbehörde Ali Erbas gegen Homophobievorwürfe. Auch das lässt tief blicken. Dieser Ali Erbas hatte in einer Predigt im April 2020 gesagt: Der Islam zählt Unzucht zu einer der größten Sünden. Er verdammt die Homosexualität. Sie führt zu Krankheiten und lässt Generationen verrotten. DTIP-Mann Asal teilte einen Beitrag, in dem Mitglieder des türkischen Juristenverbandes Ankara Bar Association, die Erbas Aussagen kritisiert hatten, als Feinde der Nation bezeichnet wurden. Homosexuelle Menschen in Deutschland können sich angesichts solcher offen feindseliger Einstellungen auf Anfeindungen von Moslems aus dem Umfeld der DTIP gefasst machen. Nicht selten folgen auf verbale Anfeindungen auch bereits körperliche Übergriffe. Ähnliches haben auch Juden in Deutschland schon zu erleiden. Wie deutsche Regierungspolitiker in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen so dermaßen verantwortungslos sein können, dass sie die DTIP jetzt wieder in die Gestaltung des islamischen Schulunterrichtes einbeziehen, kann einen nur noch fassungslos machen. Das nächste radikale Beispiel, das die Welt bei der DTIP aufzeigt: Hasan Aslan, Vorsitzender des DTIP-Landesverbandes Nordbayern, leugnete im April dieses Jahres auf seiner Facebook-Seite den Genozid an den Armeniern. Zum Jahrestag der Deportation der armenischen Elite am 24. April 1915 schrieb Aslan auf Türkisch: Wir verurteilen die Vereinigten Staaten von Amerika aufs Schärfste, die jedes Jahr versuchen, unsere ehrenwerte und geschätzte Nation mit der Lüge des sogenannten armenischen Völkermordes zu diffamieren. Aussagen, die auf den Völkermord hinweisen, seien laut Aslan mit Bündnis und Freundschaft unvereinbar. Die Leugnung des Völkermords an den Armeniern gehört bei der DTIP zum Grundkonsens. In einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2015 sprach die DTIP offiziell von traurigen Ereignissen während des Ersten Weltkriegs. Die Verwendung des Begriffes Völkermord sei in Form einer einseitigen Schuldzuweisung nicht zutreffend. Historiker sind derweil überzeugt, dass bei dem Völkermord an den christlichen Armeniern bis zu 1,5 Millionen Menschen zu Tode kamen. Nächster Einzelfall bei der DTIP. Erkan Kaveci, Landesvorsitzender im Saarland, teilte im April 2020 ein Foto am Grab des faschistischen Politikers Alparslan Türkes. Kaveci fügte hinzu: Ich bitte um Allahs Gnade, möge dein Platz im Himmel sein. Türkes gilt, wie auch die Welt feststellt, als Gründer der rechtsradikalen Grauen Wölfe, die sich für hunderte Morde an Akademikern und Linken in der Türkei verantwortlich zeigten und auch in Deutschland in den 1980er Jahren einen Mord und einen Mordversuch verübten. Die Anhänger von Türkes eint ein nationalistisches, antisemitisches, demokratiefeindliches, rassistisches und kurdenfeindliches Weltbild.
Der Politikwissenschaftler Marvin Hild hat im Nachbarland Niedersachsen weitere hochbedenkliche Fälle von Antisemitismus gefunden. Seine Untersuchung dutzender Facebook-Profile von DITIB-Vertretern beförderte regelrechten Hass auf Israelis und Juden an die Oberfläche. So kommentierte Yunus Yacici, laut DITIB-Homepage Beisitzer im Vorstand des Ortsverbands Hannover, ein Video mit dem Titel Stopp Terror in Gaza vor einigen Jahren mit den Worten: Ihr verfluchten Israelis, möget ihr in der Hölle schmoren. Ich verfluche euch und Hitler, dass er euch nicht ausgerottet hat. Auf Anfrage antwortete die DITIB Niedersachsen, dass Yacici kein aktives Mitglied des Vorstandes mehr sei. Er wurde also vorerst aus der vorderen Reihe zurückgezogen. Mehr nicht, kein Ausschluss. Experte Güvercin fordert die DITIB laut Welt auf, ernsthafte Prävention zu betreiben. Was wir brauchen, sind keine öffentlichen Distanzierungen, wenn diese Aussagen öffentlich bekannt werden, sondern Antisemitismus, Nationalismus und antidemokratische Haltungen innerhalb der eigenen Community müssen auch als solche benannt und in den eigenen Gemeinden und Freitagspredigten thematisiert werden. So würde zumindest eine ernstzunehmende Religionsgemeinschaft mit diesen Problemen umgehen. Auch der ehemalige Bundestagsabgeordnete Volker Beck, der zeitweise religionspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion war, warnt eindringlich vor der DITIB. So schätzt er die Zusammenarbeit beim Islamunterricht mit der DITIB in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz als hochproblematisch ein. Wer mit der DITIB kooperiert, hat den Antisemitismus und türkischen Nationalismus mit am Tisch. Wer glaubt, dass das anders wird, wie Malu Dreyer oder Armin Laschet, lässt sich täuschen oder will getäuscht werden. Man kann von Volker Beck halten, was man will. In Bezug auf die DITIB äußert er jedenfalls öffentlich eine fundierte Bewertung der dortigen untragbaren Zustände. Die Bürgerbewegung Pax Europa hat zum Thema die Flyer DITIB, der verlängerte Arm Erdogans in Deutschland, Demokratie und Menschenrechte in Gefahr, sowie DITIB-Moscheen in Deutschland, welche gefährliche Ideologie findet dort Lehre und Verbreitung erstellt, die Sie bei uns bestellen können. Entweder per E-Mail flyer@paxeuropa.de oder per Post Bürgerbewegung Pax Europa e.V., Postfach 1852 06608 Naumburg. Wenn auch in Ihrer Umgebung die DITIB Aktivitäten entfaltet, können Sie mit diesen Flyern die Bevölkerung über die Gefahr informieren, der wir alle ausgesetzt sind.